Flugangst. Es ist mir schon lästig, ich räum's gerne ein, am Flughafen zweimal vorm Abflug zu sein. Doch ist unsere Sorge, dass wir beim Fliegen ja auch die Plätze am Notausstieg kriegen. Also, die Koffer sind am Vortag schon weg, doch Clara treibt ständig auch ohne Gepäck. Sie hat immer Angst. Ich kann es nicht fassen, trotz allem einmal einen Flug zu verpassen. Los, Friedhelm, los und geh schon mal vor. Ich kauf mir noch schnell einen Duft von Dior. Ich will vorne Plätze, um aufs Flugfeld zu schauen und habe nur Angst, dass andere sie klauen. Komm, Clara, steh auf, wir stellen uns an. Dann sind wir, das will ich, als Erste dran. Ich hätte sonst Angst, keine Sportbild zu kriegen und keines der Kissen, die ganz vorne liegen. Das machen wir, Friedhelm, eine gute Idee. Auch wenn ich mit Schminkkoffer lange da stehe, ich hätte die Angst, bei den Letzten zu sein. Dann passt er in keinem der Staufächer rein. Du, Clara, ist es nicht toll, beim Fliegen zu speisen? Viel besser ist schon, als im Bus zu verreisen. Doch schade, dass immer die Angst in mir steckt, dass mir der Tomatensaft einmal nicht schmeckt. Und dann, nach der Landung, kaum in der Parkposition, da sind wir schon fertig und stehen auch schon. Wir haben die Angst, unser Gepäck zu verpassen. Wie leicht könnte vor uns ein Dieb mal zufassen. Voll Sorge stell ich den Schubwagen ans Band, habe einen der Koffer bereits in der Hand und hoffe als Nächstes, der kommt recht bald an, damit ich vorne beim Fahrer im Bus sitzen kann. Vor uns am Bus? Da bleibt einer stehen. Flugangst, sagt er, sei sein größtes Problem. Er sei wieder froh, auf festem Boden zu sein. Haben Sie Angst beim Fliegen? Wir sagen laut Nein.